اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المتقين برأفتك يا أرحم الراحمين. O Allah, mache mich heute zu denen, die Vergebung wünschen, und zu den gerechten Dienern, die dir gehorchen, und den Freunden, die dir nah sind, bei deiner Gnade und Mitgefühl. O du, der Barmherzigste der Barmherzigen. Im Namen Allahs, des Gnädigen und des Barmherzigen. Salamun alaikum, liebe Geschwister. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag. Im 5. Bittgebet des Monats Ramadan rezitieren wir: Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma ja'alni fihi min al-mustaghfirin. O Allah, mache mich heute zu denen, die um Vergebung bitten. Wenn Allah uns diese Möglichkeit gegeben hat, um Vergebung zu bitten, sollte uns bewusst sein, dass diese Tat bestimmte Voraussetzungen bzw. Bedingungen hat. Als erstes sollte man die Sünden, die man in der Vergangenheit begangen hat, bereuen. Und natürlich die Fehler, die man begangen hat, wieder in Ordnung bringen. Zum Beispiel, wenn man anderen das Recht genommen hat, müsste man erst um Vergebung bitten und das Recht zurückgewähren. Wenn man früher die Gebete nicht verrichtet hat und es bereut, sollte man anfangen, diese Gebete nachzuholen. Oder, na'uzu billah, wenn jemand seine Nächte früher an Orten verbracht hat, wo es voller Sünden war, sollte er jetzt seine Nächte mit Gebeten und Bittgebeten verbringen. Kurz gefasst, wenn wir sagen, O Allah, mache mich heute zu jenen, die um Vergebung bitten, müssen wir in einem Zustand sein, in dem wir die Sünden, die wir in der Vergangenheit begangen haben, wirklich bereuen. Das heißt, man hat Schuldgefühle und man erklärt sich bereit, die Fehler und Sünden wieder gut zu machen. Sei es aber so, dass man an die Sünden der Vergangenheit denkt und dabei keine Reue oder Scham zeigt, wird Allah diese Sünden nicht vergeben. Denn die Bitte um Vergebung wäre nicht aufrichtig. Es ist sehr wichtig, um Vergebung zu bitten. Und man sollte es sich eigentlich zur Gewohnheit machen, jeden Tag Astaghfirullah zu sagen. Selbst das hat eine Auswirkung auf die Seele. Es ist von Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam überliefert, dass er sagte: Man istaghfirullah ba'da salat al-asr 70 marra. Jeder, der nach dem Nachmittaggebet 70 Mal bei Allah um Vergebung bittet, also Astaghfirullah sagt, dem verzeiht Allah seine 70.000 Sünden. Derjenige, der viel um Vergebung bittet, bekommt 4 Dinge von Allah. Der Gesandte Allah sagte, wer um Vergebung bittet, dem vertreibt Allah jeglichen Kummer. Also man fühlt sich erleichtert. Es ist zu berücksichtigen, dass die Sünden, die begangen werden, nicht nur ein Problem gegenüber Allah oder anderen Mitmenschen sind. Es ist auch ein Problem bzw. eine Last für den, der die Sünde begangen hat. Das ist wie wenn man einen Sack voll verdorbenes Essen mit sich trägt. Zwar ist es nicht möglich, mit den bloßen Augen diese Last zu erkennen. Jedoch wirkt sich diese Last auf die Seele und den Körper aus. Und sobald man aufrichtig um Vergebung bittet, wird man von dieser Last befreit. Und als zweites, وَمِنْ كُلِّ خَوْفٍ أَمْنَ. Außerdem schützt Allah denjenigen, der um Vergebung bittet, von seinen Ängsten. Als drittes, وَمِنْ كُلِّ زِيْقٍ مَخْرَجَ. Also, dem Vergebenden wird die Befreiung der Schwierigkeiten gewährleistet.
als viertes, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Als letztes wird in der Überlieferung gesagt, der Rizq vermehrt wird, also die Versorgung vermehrt wird. Als Versorgung bzw. Lebensunterhalt werden alle materiellen und immateriellen Gaben Allahs bezeichnet, die für das Leben im Diesseits notwendig sind. Und wie gesagt, mit Rizq ist nicht nur materielles Reichtum etc. gemeint. Nein, Rizq umfasst auch das Spirituelle. Ein guter Freund, eine gute Ehefrau, ein guter Ehemann. Rizq umfasst dies auch. In dem zweiten Satz des Bittgebets steht: وَجَعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ. Und Allah, mache mich zu dem gerechten Dienern, die dir gehorchen. Möge Allah uns ermöglichen, immer seine Gesetze einhalten zu können. Denn wenn man sich nach den Gesetzen des Wegweisers Allah hält, wird dieser seinen Diener wertschätzen und umso mehr lieben. Des Weiteren steht im Bittgebet: وَجَعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ. Und mache mich zu denen, zu den Freunden, die dir nah sind. Allah hat Freunde und Diener, die ihm nahestehen. An welchem Ort befinden sich diese Diener? In dem letzten Vers von Surah Qamar steht: Fi maqadi sidqin inda malikin muqtadir. Am Sitz der Wahrhaftigkeit bei einem allmächtigen Herrscher. Das heißt, sie befinden sich in einem besonderen Paradies. Ihr solltet wissen, das Paradies hat verschiedene Stufen. Diese Gruppe besteht aus den Dienern Allahs, die all ihre Taten aus absoluter Liebe und Zuneigung zu Allah begangen haben und nichts außer einem anderen Grund, der ihnen einen Profit bringen könnte. Zu solchen Dienern spricht Allah im Heiligen Koran: Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. So schließ dich dem Kreis meiner Diener an und tritt ein in mein Paradies. Also wenn wir die höchste Stufe des Paradieses erlangen möchten, müssen wir erst zu den Muqarrabin gehören. Also zu jenen, die Allah sehr nahe stehen. Und zuletzt rezitieren wir: بِرَحْفَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. Bei deiner Gnade und Mitgefühl, O du der Barmherzigste der Barmherzigen. Lasst uns beten, dass wir uns in den Armen der göttlichen Barmherzigkeit wiederfinden. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.